Einen schönen guten Morgen. Und jetzt hören Sie mal schnell auf, sich Gedanken über kreative Weihnachtsgeschenke zu machen. Dieses Jahr verschenken wir Dosen. Und der Inhalt: Saarlandluft. Wir beseitigen jetzt mal Ihre Fragezeichen im Kopf. Christine und Volker Sträße aus Saarbrücken hatten die Idee für die Saarlandluftdosen. Bei uns ist der Volker jetzt mal Buddha bei die Fisch. Was ist denn der Sinn von diesen Saarlandluftdosen? Die Idee dahinter kam auf einer kleinen Reise in die Pfalz mit meiner Schwester. Da sind wir hingefahren im Sommer. Kurz davor hat meine Schwester dann die Luft angehalten. Irgendwie für 10 Sekunden. Ich habe dann gefragt, was ist denn da los? Ne? Klar, noch einmal schnell die gute saarländische Luft einatmen. Was soll man sonst machen? Man müsste ja höchstens saarländische Luft mitnehmen. Und da kam die Idee, die in Dosen zu verpacken. Da haben wir ein bisschen weiter gesponnen und gedacht, was gibt's noch typisch saarländisches? Und dann kam halt die Schwenkerluft, die grobe Luft und die anderen raus. Das ist echt eine gute Geschichte. Ich glaube, das kennen wir alle, ne? Dass man, wenn man in die Pfalz reinfährt, dass man die Luft anhält oder so. Wer macht das nicht? Ja, und haben diese Dosen, haben die irgendeinen Sinn? Das sind Lüfte, verschiedene Lüfte, 10 verschiedene. Das Besondere ist einfach das Design, das Etikett. Wir haben zum Beispiel auch dicke Luft, da ist eine Balava-Mischung aus saarländischer Ehe drin. Und da sind die Inhaltsstoffe zum Beispiel Balava, Dummschwätze, Despediere und so. Da kann man halt nichts reinpacken. Das ist einfach so gedacht als kleine Geschenke. Die mir geht es oft so, ich gehe auf eine Hochzeit, die wollen nur Geld oder man schenkt eine Flasche Wein. Da schenkt man sowas Kleines dazu. Man macht Geld, macht Tickets, irgendwas rein und es ist einfach so ein kleiner Gag dazu. Ja, ist viel, viel besser als nur so ein einfacher weißer Umschlag, ne? Ja, genau. Wie oft passiert es dir, dass die Leute die Dose öffnen und dran riechen? Das kommt ab und zu vor. Gut, wenn man die Inhaltsstoffe liest, denkt man, bei dicke Luft ist ja interessant, mal Knatsch oder Balava zu riechen, so. Das ist interessant. Die Bakterienluft gibt's auch. Gut, an der will man jetzt, glaube ich, auch freiwillig nicht riechen. Ja doch, das hat schon Vorteile. Laut Paragraph 23a ist es erlaubt, das Ding auch vom Chef zu öffnen. Das heißt, wenn man den mal eine Woche heimschicken will, geht das auch. Also ist schon sinnvoll. Ja, erstmal im Ernst. Ist das jetzt wirklich eher was für einen Saarländer? Oder sagt mal, nee, das schenke ich jetzt einem Pfälzer? Gestern kam ein Freund zu mir, sagt, coole Sache, mein Onkel wohnt in Hamburg, ich sehe den wieder über Weihnachten, gib mir mal eine Saarlandluft, eine Schwenkerluft. Das passiert auf jeden Fall. Und das ist einfach so was, womit Saarländer was anfangen können, aber womit man auch anderen eine Freude machen kann, wenn man gerade auch Familie außerhalb des Saarlandes hat, die mal zeigen, Himo, das ist das Saarland und so leben wir und so verrückt sind wir. Das ist mal was anderes. Jo. Gucken Sie mal auf der S1 Facebook-Seite, da gibt es ein Foto von ein paar der Dosen. Gibt es übrigens für knapp 5 Euro zu kaufen, zum Beispiel im Online-Shop, im Pieper in Saarlouis oder im Nauwieser Viertel in der Spielbar. Und wir schenken Ihnen die Dosen jetzt. Rufen Sie einfach an. Saarbrücken 2131 und atmen Sie vorher tief durch. Für eine Portion Saarlandluft.